Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der JFS-TV-Sendung. Auch heute haben wir interessante Beiträge für Sie vorbereitet, die einen Überblick über das vergangene Schuljahr bieten sollen. Dieses Schuljahr stand im Zeichen der Globalisierung, einem Thema, dem sich eine kaufmännische Schule wie unsere nicht entziehen kann. In einer Welt, die immer mehr zusammenwächst und stärker vernetzt ist, muss auch die Schule sich öffnen und einen Blick auf andere Länder richten. Englisch als Weltsprache besitzt hier einen großen Stellenwert und nicht nur im Englischunterricht. Girls Don't Want to Stay at Home titelte der Tech-Bote am 9. Juli seinen Bericht über den Debating-Wettbewerb an der JFS. Diese Form von Wettbewerb stammt aus England und wird in Deutschland immer beliebter. Im Unterrichtsfach Global Studies wird auch an unserer Schule fleißig debattiert. Deshalb lud die JFS am 8. Juli zum zweiten nordwürttembergischen Debating Competition und trat gegen Mannschaften aus Waiblingen und Reutlingen an. Zwei Kirchheimer Teams schafften es letztendlich ins Finale und debattierten zum Thema Women are the better leaders, beziehungsweise Frauen sind die besseren Führungspersönlichkeiten. Ladies and gentlemen, dear judges, dear chairperson, dear timekeeper, and of course the opposition. Good morning. We on today's proposition believes that women are the better leaders. In our definition, it means that women are the better leaders, even if they don't have enough chances to get a leader position. The old-fashioned meaning is that women should stay at home and naturally men exploit it. But the next generation is coming. Girls in our age don't want to stay at home and have to be dependent on the income of the man. Heute war der zweite Wettbewerb zwischen den drei Schulen, zwischen Reutlingen, Waiblingen und Kirchheim. Letztes Jahr waren wir in Waiblingen, dieses Jahr hier eben, nächstes Jahr in Reutlingen. Das Ganze finde ich eine ganz interessante Angelegenheit, weil im Unterricht lernen wir schon Debatten in Global Studies, aber es sind halt immer die gleichen Gegner. Da finde ich schön, wenn man einfach mal mit anderen Schülern, mit anderen Schulen zusammenkommt und das Ganze dann auch ihren Wettbewerbscharakter hat. Und das hat man heute auch ganz klar gemerkt. Sehr gut war es heute, dass es eigentlich knapp war, dass wir drei Schulen hatten, die wirklich ins Finale hätten kommen können. Es waren wirklich minimale Punkte dann letzten Endes, die ausschlaggebend waren. Und natürlich fand ich es ganz toll, dass zwei Kirchheimer Teams im Finale waren. War natürlich richtig klasse. Englisch ist auch Pflicht im Comenius-Projekt. Seit letztem Jahr läuft das dritte Projekt dieser Art zum Thema Migration und ethnische Minderheiten in Europa und führte die Teilnehmer nach Lettland. Tom aus der GER schildert uns seine Eindrücke. Im Vorfeld haben die Lehrer natürlich gesagt, man soll gastfreundlich auftreten, also wie so ein Diplomat, diplomatisch auftreten. Das haben wir auch gemacht, von dem her gab es da eigentlich keine größeren Probleme und wir waren ja alle Schülerinnen und Schüler in derselben Altersklasse, von dem her war das eine ganz lockere Zusammenkunft. Wir hatten auch viel Spaß miteinander, von dem her gab es da in dieser Hinsicht keine größeren Probleme. Mit Comenius haben Schüler der Klassen 11 die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Einige Schüler hatten die Möglichkeit, nach Lettland und nach Frankreich zu gehen. Und natürlich lernen wir da auch Leute, Lehrer, Schüler aus anderen Ländern kennen. Man lernt kennen, wie Leute leben, wie Schüler in Lettland oder Frankreich oder anderen Ländern aufwachsen. Und besonders schön ist natürlich, dass die Schüler in Gastfamilien leben. Und ich denke, das ist ein entscheidender Vorteil für Comenius, für die Austauschschüler, dass sie wirklich auch leben. Wie leben Schüler in anderen Ländern? Und meinen Urlaub gehen viele von euch, jedes Jahr wahrscheinlich. Aber diese Möglichkeit ist schon einzigartig. Und für alle Comenius-Fans, ein neues Projekt zum Thema Blogs in Europe läuft im nächsten Jahr an. Wir sind gespannt, ob Comenius ein weiteres Mal Schüler und Lehrkräfte begeistern kann. Von Europa wagen wir jetzt den Sprung nach Asien. Am 22. Oktober lockte die Veranstaltung Forum Asienhandel Fokus China viele Schüler und Schülerinnen sowie interessierte Vertreter der Ausbildungsbetriebe ins Foyer unserer Schule. In Podiumsdiskussionen wurden Chancen und Risiken von Handelsbeziehungen mit China erörtert. Moderiert wurde die Veranstaltung vom stellvertretenden Chefredakteur der Südwestpresse, Ulm Detlef Ahlers.
Ni hao. Willkommen heute in der Jakob-Friedrich-Schörkopf-Schule. Heute ist ein ganz besonderer Mittwochabend. Denn wir haben viele interessante Gäste geladen. Interessant deshalb, weil sie uns viel Neues über das Land China erzählen werden. Wir sind gespannt. Bei mir steht jetzt eine Lehrerin der Jakob-Friedrich-Schörkopf-Schule. Eine Frage an Sie. Was versprechen Sie sich von diesem Abend? Ich verspreche mir einen interessanten Abend über die Wirtschaft in China, vor allem von Leuten, die mit Chinesen und mit Leuten aus der chinesischen Wirtschaft zu tun haben und auch ein bisschen Informationen, wie wir als Baden-Württemberger in China hier tätig werden können und ob das auch für uns Standort Arbeitsplätze bringt. Nun, wir sind gespannt. Das ZFS-TV interviewte den ebenfalls anwesenden Sprinter und Olympiateilnehmer Tobias Unger zu seinen Erfahrungen bei der Olympiade in China. Seht selbst! Die Faszination Asien bestimmte auch das Thema des ersten Seminarkurses an der JFS. Betreut wurde das Projekt von Frau Klass und Herrn Niedmann und das Ganze wurde so richtig professionell, da die Abschlusspräsentation in den Räumen der Kreissparkasse Kirchheim gehalten wurden. Die Seminarkursteilnehmer beeindruckten das interessierte Publikum mit ihren qualitativ hochwertigen Ausarbeitungen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, wir freuen uns, Sie heute so zahlreich begrüßen zu dürfen. Und heute möchten wir euch Teile unserer Seminararbeiten vorstellen. Und Sie fragen sich natürlich sicher schon, warum. Was ist ein Seminarkurs überhaupt und was macht man da so? Und wie kam es überhaupt dazu? Zu Beginn des 21. Jahrhunderts, das geprägt ist von Fortschritt, Rationalisierung und Globalisierung, stellt sich doch die Frage, welche Rolle nimmt die Frau in diesem System ein? Am Beispiel von China wollen wir drei die Situation der Frauen etwas genauer beleuchten. Reisen bildet. Für eine Schule bietet sich diese Gelegenheit in Form eines Schüleraustausches. Wir freuen uns sehr, dass wir seit diesem Jahr neben Partnerschulen in Spanien und Schweden wieder eine Partnerschaft mit einer israelischen Schule haben. Im April besuchte die zweite Gruppe von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrern die Thelma Yellen High School in Givatayim. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns hier vor der Thelma Yellen High School in Givatayim. Hier sind zwei Schüler dieser Schule. Can you tell me something about the school? What makes it so special? Yeah, first of all, we have like six departments of like jazz and a lot of funny things. You already said that. And people come from all around the country too. Hallo, liebe Schüler, mein Name ist Fabrice Heilemann. Ich bin von der Jakob-Friedrich-Schölkopf-Schule. Neben mir steht der Aitan von der Thelma Yellen High School in Givatayim. Ich wohne bei seiner Gastfamilie, die sind alle sehr nett. Ich habe ein eigenes Zimmer. Wir essen immer gemeinsam und ich möchte jetzt einige Sachen fragen.
in English. What do you learn in your school? Only instrument or something else? We learn also composition and how to improvise, and like every other school, we have like math, English, whatever, all the regular subjects. And how do you find the exchange? It was really nice. Yeah, beginning I thought it was like it's gonna be a little bit weird. Who's gonna sleep in my place? Eventually, it's you. So, but yeah, it's really nice, especially hanging around and show you all Israel and stuff. Ich stehe jetzt hier vor der Yad Vashem, der Gedenkstätte für den Holocaust. Und wir sind heute da durchgelaufen. Wir haben schon um 11 Uhr begonnen und wir haben gleich einen Guide bekommen, der uns alles eingeteilt hat und uns zuerst mal kurz erläutert hat, was es für die Israelis bedeutet. Der Holocaust und dass es auch viele Widerstandskämpfer gab, nicht nur in Israel, sondern auf der ganzen Welt. Also wir waren heute in Yad Vashem und es war sehr interessant alles und ja, es hat mich echt interessiert wirklich, die Geschichte und alles. Die Details weiß ich jetzt viel besser als sonst und die Geschichte und ja, danach war ich halt ein bisschen niedergeschlagen und habe halt ein bisschen Zeit für mich selber gebraucht, um darüber nachzudenken und ja, danach ging es einigermaßen wieder und es war gut, dass sie da waren, weil dann sieht man mal die Geschichte von den Juden aus, also von ihrer Sicht aus. Und ja, jetzt habe ich halt die Geschichte von beiden Seiten und ja, es war echt interessant, ich kann es nur empfehlen. Wir sind jetzt hier in Jerusalem auf dem Bazar und wir haben die kleine Kirche in der großen gesehen. Also wir sind hier jetzt in Jerusalem, wir laufen jetzt gerade durch den Bazar, als einige Bazar. Wir sind jetzt gerade in dem christlichen Teil, wir waren schon in dem muslimischen Teil, haben die heilige Grabstätte besucht, den heiligen Teil und ja, es hat sehr viele Stände hier und sehr viele Verkäufer, die uns anregen wollen, was zu kaufen. Eine der besten Sehenswürdigkeiten war der Tempel, wo Jesus gewaschen und anschließend begraben wurde. Also wie ihr seht, müsst ihr auch unbedingt nach Israel kommen und mal hier die Leute kennenlernen. Das ist echt eine coole Sache und ich kann es jedem weiterempfehlen. Das war's aus Israel. Dankeschön. Und nun zum Schwedenaustausch. Dieses Jahr ging es auch für einige aus der 12. Klasse nach Schweden. Darüber berichtet Frau Klett-Döring. Im Prinzip glaube ich, dass die Schüler durch Schüleraustausche ihren Horizont erweitern, vielleicht einen kleinen Einblick in die Schulwelt des Partnerlandes bekommen. Wenn es dann brennend wird, geht es oft an einem Tag mehrfach hin und her. Die Schweden sind ein bisschen zurückhaltend, wenn gerade keine Probleme oder Aktionen sind, dann kann das schon mal sein, dass man 2 Monate gar nichts hört. Wir Deutschen meinen dann immer, irgendetwas ist verkehrt oder was läuft schief. Das ist gar nicht der Fall. Also bei den Schweden ist es wie bei den Schwaben. Wenn es keine Kritik gibt, ist alles gut. Also die kulturellen Unterschiede habe ich eigentlich so nicht ganz so arg gemerkt, weil Schweden ist doch ziemlich ähnlich wie wir Deutschen. Jedoch haben die Schweden mir natürlich dann auch erzählt, dass sie beim Schüleraustausch gar nicht hätten mitmachen können, wenn jetzt zum Beispiel der Staat es nicht alles zahlt. Also allein das Schulsystem ist schon komplett anders wie hier in Deutschland. Also meine Schwedin hat sich sehr wohl gefühlt, die ist jetzt auch noch mal 5 Wochen hier in Deutschland und lernt Deutsch. Die hat auch hier einen Freund hier kennengelernt.
Deswegen ist er auch jetzt hier. Und ja, also auf jeden Fall, wir haben uns auch so super verstanden. Wir waren echt wie so ein Herz und eine Seele. Und mit diesen Bildern wollen wir uns nun von Ihnen verabschieden und unser Fenster in die Welt für dieses Mal schließen. Im nächsten Schuljahr sind wir wieder für Sie unterwegs und berichten über Aktuelles aus der JFS. Die Redaktion von JFS TV wünscht Ihnen schöne Ferien.